Damit begrüße ich euch hier recht herzlich bei nun mittlerweile schon dritten Folge von From Scav to PMC. Ja, in dieser Folge sind wir tatsächlich am Sniper Roof gespawnt und unsere Extraction Points waren Passage Between Rocks und Railroad to Tarkov. Unser erstes Feuergefecht hatten wir schon relativ schnell an diesem Tanker hier, denn ich bin nämlich ein bisschen lang gelaufen und habe diesen Scav auf einmal gesehen und dachte mir, okay gut, lieber noch eine Zweitwaffe haben, als wirklich nur mit einer rumzurennen. Deswegen habe ich mir dann schnell seine Schrotflinte und die dazugehörige Munition einfach gelootet schnell und bin dann weitergegangen. Unseren ersten richtigen Loot-Spot bin ich dann abgelaufen, nämlich unseren kleinen Spot hinter diesem Fass an diesem mittleren Platz. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber da kann man jedenfalls auch hinter und da gibt es einen Munitionsbehälter und nochmal so einen kleinen Duffelbag, wo man ein bisschen Loot drin finden kann. Danach wollte ich weiter in Richtung Dorms und habe noch eine Leiche auf einer Straße gefunden. Die habe ich noch schnell mir mal angeschaut, um zu schauen, ob er vielleicht noch irgendwie was hätte. Hatte aber leider nichts und bin dann gleich weiter zu unserem zweiten Loot-Spot. Und das war wieder der Container zwischen Dorms und dem Busterminal. Nachdem ich diesen nun fertig hatte, habe ich mich rechts an Dorms East entlang vorgewagt und habe dann meinen ersten feindlichen Spieler gesichtet, der in diesem Baum hinten war, nur habe ihn dann leider aus den Augen verloren und konnte ihn deswegen leider nicht töten bzw. ihn noch mitnehmen. Danach bin ich nun schlussendlich in Dorms East in das zweite OG rein und habe ein bisschen angefangen zu looten und so ein bisschen auf Steps gehört, weil ich wusste nun, dass hier einer in der Nähe ist und ich wusste jetzt nun nicht, ob er jetzt nun bei uns mit reingekommen ist, weitergegangen ist zum Extraction Points, jetzt zum Beispiel bei Dorms VX gegangen ist oder weiter in Richtung Sniper Roadblock.
Danach bin ich runter ins erste OG bzw. ins Erdgeschoss und habe nochmal ein wenig auf Schritte gehört, weil ich nun wusste, dass er nun da war und wusste jetzt nur nicht, okay, gut, ist er jetzt vielleicht in den Haupteingang reingegangen und wartet jetzt irgendwo auf mich? Das wusste ich nun alles nicht. Deswegen habe ich kurz mal mich fokussiert und auf Steps gehört und bin dann aber weiter im Erdgeschoss und habe da weiter gelootet. Schlussendlich habe ich Dorms East dann durch den Haupteingang verlassen und bin weiter in Richtung Gas Station bzw. Railroad to Military Base gegangen und das halt auch wieder oben am nördlichsten Teil der Map entlang. Schlussendlich bin ich dann nochmal schnell zu diesem Looteimer an der Gas Station gegangen und habe den nochmal schnell gelootet, um zu schauen, ob da vielleicht was drin ist, was mir noch helfen könnte. Habe mich dann am Berghand entlang zum Military Checkpoint vorgearbeitet, um diesen auch nochmal abzuhängen, um zu schauen, ob da noch vielleicht jemand kommen könnte.
Schlussendlich war es tatsächlich auch so, denn wir haben nämlich nochmal einen Spieler an der Antenne zwischen Checkpoint Woods und Military Checkpoint gesehen und diesen auch unter Beschuss genommen. Ihn haben wir schlussendlich auch gekillt, aber kurze Zeit später wurden wir selber unter Beschuss genommen und ich habe mich dann dafür entschieden, erstmal in Deckung zu rennen, anstatt jetzt den Beschuss weiter auf den Feind zu lenken, weil ich nicht wusste, wo er nun war. Habe mich deswegen erstmal in Deckung begeben und die Welt beobachtet, um zu schauen, wo jetzt schlussendlich dieser gegnerische Spieler nun war. Habe ihn dann auch schlussendlich gesehen, hinten an der Mauer, und habe mich aber dafür entschlossen, mit meiner Waffe erstmal weiter hinten zu bleiben und zu sagen, okay, gut, schau, was der Gegner macht, vielleicht kommt er weiter auf dich zu. Kam es aber zu keinem weiteren Kontakt. Dadurch, dass der gegnerische Spieler weiter zum Extraction Point, zum Beispiel Factory Far Corner oder Admin Gate gegangen ist, konnte ich ganz entspannt den Feind an der Antenne looten und bin dann über diese Steinformation in den Military Checkpoint zurückgegangen und habe da erstmal mich schnell sortiert. Kleinen Feindkontakt in dem Wald oben, wo wir immer zwei Feinde ausmachen konnten, habe mit dem ein Feuergefecht gestartet, als noch ein dritter Feind dazu kam. Nachdem das Feuergefecht jetzt nun zu Ende war und ich die ganzen Leute loote, schauen wir uns da ganz kurz nochmal das Gefecht selber an. Also ihr seht, ich habe relativ schnell den ersten Feind gespottet gehabt, hatte dabei den zweiten noch nicht im Blick gehabt, den ihr da oben gerade sehen könnt. Habe mich erstmal in Deckung begeben und erstmal das Feuergefecht auf ihn gestartet. Wobei ich jetzt leider nicht weiß, ob ich die ersten Hits getroffen habe, was ich aber weiß, ist, dass ich ziemlich hart getroffen wurde. Und habe mich deswegen erstmal in dieses Dickicht verzogen und habe in der Zeit den zweiten auch gespottet gehabt. Hab mir schlussendlich erstmal ein paar Painkiller reingedrückt, weil ich jetzt nicht wusste, wie schwer meine Verletzungen sind und erstmal dachte, okay, du brauchst den vollen Fokus von den Painkillern, damit du sie erstmal besser ausmachen kannst. In der Zwischenzeit hat Feind Nummer 3 den ersten getötet gehabt und dann wusste ich, okay, ich kann jetzt meinen kompletten Fokus auf den zweiten hinten am Baum setzen. Hab das dann schlussendlich auch genutzt und ihn auch getötet gehabt. Habe mich dann erstmal schlussendlich dafür entschieden, die beiden zu looten und habe den dritten erstmal außen vor gelassen, weil ich ihn nicht gefunden habe und dachte vielleicht auch, dass er tot ist. Danach hatte ich nochmal einen kleinen Kontakt an der Antenne über Gas Station, wobei ich jetzt mittlerweile denke, dass das unser Feind Nummer 3 war, weil er sich auch bandagiert hatte und relativ schnell auch wieder weg war. Als ich nun den letzten Gegner nicht mehr gefunden habe, habe ich mich auf den Weg zum Exit Passage Between Rocks gemacht und habe den Raid verlassen.
das war's auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal einen Daumen hoch oder runter da mit dem passenden Kommentar. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Projekt soweit. Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und falls ihr mir live beim Zocken zuschauen wollt, könnt ihr gerne auch unten mal in die Beschreibung gucken, denn da kommt ihr auch zu meinem Twitch-Kanal. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut da rein, viel Spaß euch und bis dann. Ciao.